einer Destillerie Rum Clermont. Ja, man sieht, also die haben verdienen gut Geld. Und ich stehe hier sozusagen an so einer, an so einem Rohr, könnte man fast sagen. Man könnte sagen, das ist jetzt einfach nur ein Geländer oder so, aber nee. Dieses Rohr, an dem ich mich gerade hier vorbeigehe, also zwei Rohre eigentlich sogar, ist eine Pipeline. Nicht Nord Stream 2, aber vielleicht nicht genau. Nicht unwichtiger, nee, da läuft er rum durch. Also im Hintergrund ist die Apfelstation. Also man sieht auch vielleicht im Hintergrund, hat man vielleicht auch gerade gesehen, noch Palmplantagen, Zuckerrohrplantagen. Also mit Alkohol verdient sich scheinbar sehr, sehr, sehr gut Geld. Ja, so eine Flasche kostet hier ein Liter ungefähr so 12, 13 Euro. Das wird also, wie gesagt, direkt aus dem Zuckerrohr gemacht, nicht aus der Melasse. Also hoher Qualitätsstandard. Ich muss ein bisschen hochgucken, ich gehe jetzt gerade so ein bisschen hier in den Palmenwald. Ich habe gehört, viele Leute werden von Kokosnüssen erschlagen. Und da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier gerade für mein Fazit hier ganz günstig stehe. Ja, will ich jetzt hier so ein bisschen ein Fazit machen. Wir sind jetzt also fast vier Wochen hier auf Martinique gewesen. Eine Kombination zwischen Land- und Seereise. Und ja, wie war es jetzt eigentlich und was kann man dazu sagen? Also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Also so eine Reise zu machen, Reisen ist sowieso toll. Martinique ist ein tolles Land. Ich will einfach so gleich ein paar Vorzüge aufzählen, die vielleicht das unterstützen, also aus unseren Erfahrungen. Und aber auch ein paar kritische Punkte nennen, die vielleicht dann nicht ganz so super waren, worauf man achten könnte. Also warum reist sich man nach Martinique? Erstmal super leicht und entspannt, weil zum Ersten, man braucht kein Visa. Man hat einen Personalausweis und einen Pass, das ist ja Frankreich. Merkt man erst im zweiten Moment. Also wir haben ein paar Einheimische kennengelernt, ja, die sagen, ja Mensch, wir sind ja Franzosen. Also Martiniquer Franzosen, kreolische Franzosen, aber die verstehen sich schon als Franzosen. Und also Telefon kann man mitnehmen, ganz normal telefonieren wie in Europa. Telefonieren mit Internet sozusagen, der Euro. Und Frankreich hat ja ein paar Departements. Und dafür gilt es immer von Paris ab als Inlandsflüge. Von daher auch täglich zu erreichen, also tatsächlich täglich über Paris. Und zu einem attraktiven Preis. Also wir haben hin und zurück 500 Euro ungefähr bezahlt. Und ich glaube, das ist so Standard. Das ist jetzt also nicht irgendein Schnäppchen oder so. Das kann man fast immer irgendwie so buchen sozusagen. Genau. Also das ist schon mal der erste große Vorteil, wenn man herfliegt. Zeitunterschied sind auch, ist auch nicht so riesig. Sind 5 Stunden. Also wir sind 5 Stunden der Zeit voraus sozusagen. Schön ist im Winter sozusagen, auch wenn man herfliegt, die Tage sind länger. Also ungefähr 2 Stunden mehr Tageslicht. Das finde ich auch noch einen tollen Vorteil. Also mehr Licht fürs Gemüt sozusagen, das ist toll. Also das gefällt uns total gut. Die Wärme ist klar. Also man sieht mich ja auch auf diesen Videos immer so ja, leicht bekleidet. Es ist warm, also tatsächlich. Jetzt habe ich, würde sagen, mal so 30 Grad. Im Schatten so 28 Grad. Das Wasser hat 26 Grad. Man kann also jeden Tag baden, schwimmen gehen. Das ist einfach fantastisch. Dazu kommt die französische Küche. Es ist wirklich lecker hier. Man kann alles einkaufen wie in Frankreich. Ich würde sagen so 20% teurer. Pi mal Daumen, so unsere Erfahrung. Es gibt große Supermärkte, also wirklich große Supermärkte. Das passt schon gut. Straßenverkehr, ganz normal. Man braucht keinen speziellen Führerschein. Wir haben 2 Autos gemietet, wir haben Ferienwohnung gehabt und ein Boot gemietet. Also alles zu europäischem Recht. Alles sicher, gab nirgendwo Probleme. Kann man vor Ort buchen, kann man auch hier direkt vor Ort buchen, muss man also nicht zwingend das alles von Deutschland aus machen. Also Angebot ist groß. Und die kreolische Kultur ist also sehr entspannt. Also wir haben immer nur nette Leute kennengelernt. Hier, wo wir auch übernachtet haben in Ferienwohnungen, sind wir auch mal eingeladen worden zum Essen. Das ist, finde ich, auch ein tolles Highlight, dass man die Leute persönlich kennenlernt. Meine Frau spricht perfekt Französisch, von daher ist auch ein gutes Gespräch möglich, dass man eben auch die Leute mit den Wünschen, Sorgen und Träumen sozusagen so einfach mal kennenlernt. Also ich laufe übrigens jetzt gerade über das Gelände von diesem der Clermont, ist eine von den Sehenswürdigkeiten hier auf Martinique. Ja, also das ist erstmal so vorab gut und leicht zu erreichen. Preislich von Unterkünften ähnlich wie auch in Europa. Das ist gar kein Problem. Wir sind über Airbnb, haben wir uns was gesucht. Das geht also
Sehr schön, also unproblematisch. Genau. Man guckt ja immer so nach Sehenswürdigkeiten. Was guckt man sich an? Also man muss sich gar keine Sehenswürdigkeiten angucken. Man könnte eigentlich einfach herfahren, sich an den Strand legen und das genießen. Aber der Deutsche ist natürlich immer aktiv, guckt sich ein paar Sachen an, so wie auch. Also es gibt ein paar, die so vorbeschrieben sind, aber ich mache immer so einen separaten Beitrag, mal so die Tops von Martinique. Da könnt ihr nochmal reinschauen oder kannst du nochmal reinschauen. Da siehst du sozusagen, was wir quasi nebenher so entdeckt haben und was wirklich toll ist. Die Kombination See- und Landreise. Also wir haben begonnen erst auf Land eine Woche, waren dann knapp 14 Tage auf dem Wasser und dann nochmal ein paar Tage hinterher. Finden wir auch eine schöne Kombination, eine schöne Mischung. All dieweil man sozusagen das Inland kennenlernt. Also wenn man Martinique nur die Strände kennenlernt, wäre es meiner Sicht zu wenig. Also das Land hat wirklich vieles Tolles zu bieten. Also über Dschungeltour, die Botanik, also Flora und Fauna sowieso. Man kann hier lauter tolle Tiere entdecken, die man sonst nur aus den Lehrbüchern kennt. Also Kolibris und Leguane, Delfine, Wale haben wir gesehen, Schildkröten, die kleinen Fischis sozusagen, so wie Nemo. Also das ist wirklich toll, das so zu erleben. Die Farben, also das blaue Meer, das gefällt mir da fast am besten. Das Grün dazu und immer blüht irgendwas. Jetzt laufe ich gerade so ein bisschen an der Lagerhalle hier vorbei. Fahrzeugpark sozusagen der Rumdestille. Also man sieht schon, die haben also ordentlich auch Tankfahrzeuge hier. Das wird nicht nur Flaschen gemacht, das wird auch so richtig auch, na klar, wurde auch alles in Europa verschifft. Schon seit 1880 ungefähr existiert die Destille. Und natürlich vorher wurde auch schon längst gebrannt oder destilliert. Genau. Also Farm. Nächster Punkt, was auch als schönes Fazit für uns ist, ist die Esskultur hier. Also die Franzosen mögen hier essen. Alles unter freiem Himmel. Barfuß ist ja ein Barfußland für mich. Man bräuchte quasi gar keine Schuhe mitnehmen. Also überall kann man lecker essen. Es gibt Garküchen hier im Osten. Viel interessanter für mich. Also auf der Luftseite, auf der Atlantikseite gibt es lauter kleine Garküchen, wo die Einheimischen, die Kreolen, eben tatsächlich so ein bisschen grillen. Na, die grillen, verkaufen Kokoswasser, Bananen, Papaya, Mangos. Wir haben auch Früchte entdeckt, die wir gar nicht kannten, so wie Zimtapfel oder so. Und auch Gebäck, das können die Franzosen natürlich auch total gut. Also schön. Und jetzt so wie, ich laufe jetzt gerade so ein bisschen durch den Park, sieht man im Hintergrund gleich lauter kleine Bänke, da kann man sich hinsetzen und ein bisschen was essen. Und alle bewegen sich auch ein bisschen langsamer, wahrscheinlich einfach durch die Wärme. So geht es uns ja auch. Macht man alles so ein bisschen langsamer. Also wie gesagt, Wärme, Wasser, Farben. Strände gibt es auf der Ostseite relativ wenig. Auch schön, aber weniger. Das ist eher mangroven und steinig. An der Ostseite dafür sehr, sehr viel. Den schönsten Strand haben wir im Süden entdeckt. Also bei den Tops mal reinschauen. Da beschreibe ich den noch genau und zeige genau, wo der ist. Also Strände gibt es viele, aber auch unterschiedliche, sagen wir mal, Qualitätsstufen nenne ich es jetzt mal. Wir kommen ja von der Ostsee, können also da ein bisschen was auch einschätzen, was uns quasi so gefällt. Genau, das war also mit den Stränden kann man also gut machen. Dann ist natürlich auch ein bisschen Shoppingparadies. Also wer gerne einkauft, ist hier auf Martinique auch ganz gut aufgehoben. Also viel bunte Farben. Also es ist ja nicht nur diese Destillerie, wo es Alkohol gibt, sondern es ist eben auch mit Textilien, bisschen Keramik. Das ist also auch sehr schön. Man kann ja mit dem Gepäck ein bisschen was mit nach Hause nehmen. Kann man sich ja gut informieren, was man mitnehmen kann. Also Mitbringsel findet man immer. Genau. Ja, es ist ordentlich, was mir eigentlich noch so aufgefallen ist, weil ich das auch gerade so sehe. Die Bevölkerung ist ja zum Teil schwarz, also zum größten Teil schwarz oder dunkel und auch weiß. Also an den Stränden haben wir meistens Weiße gesehen und sozusagen gestern waren wir in einer Kirche gewesen, ist ja, der Glaube ist ja stark vertreten, da saßen fast nur Schwarze drin. Es kann jetzt vielleicht ein Trugschluss sein, dass das irgendwas was aussagt, aber das ist mir gestern so aufgefallen. Das können natürlich auch alles Urlauber gewesen sein, aber Martinique hat keine Bettenburgen, so wie man das Deutschland so kennt, also zumindest wie an der Ostsee. Das ist alles ganz entspannt hier. Also Bettenburgen haben wir gar nicht entdeckt, sondern es gibt mit Sicherheit Urlauber,
Wie gesagt, es kommen ja täglich ein, zwei Flieger hier aus Europa rüber. Aber in so einem Flieger passen 500 Leute. Das sind also keine Massenströme, die hier sind. Also das ist sozusagen auch wirklich sehr entspannt. Hier im Hintergrund sieht man so ein bisschen Skulpturenpark. Das heißt, hier machen natürlich auch mal gleich ein bisschen Kultur. Das ist in Frankreich auch sehr schön. Also man hat immer so die Möglichkeit, ein bisschen was zur Geschichte zu erleben. Kann man sich dort ein bisschen belegen, was anschauen. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Also viele sozusagen auch, kann man sich ja wandern. Wer ganz, ganz sportlich ist, kann diesen Vulkan besteigen. Das haben wir nicht gemacht, weil es wirklich anspruchsvoll ist. Nicht nur wegen dem Steilgrad, sondern auch ein bisschen matschig. Und auf 2 Kilometern geht man mehr als 1000 Höhenmeter. Also da muss man gut fit sein und gut motiviert sein und die richtige Tageszeit sich aussuchen. Und am besten auch keine Wolken. Also wenn man da nur hochläuft und dann in den Wolken steht, und der Vulkan ist oft in den Wolken, wäre so ein Schade für diese ganze Anstrengung, dass man dann eben nur im Nebel steht. Also der Norden ist also viel hügeliger, bergiger durch den Vulkan. Und im Süden, im Auslauf, ist es also flacher. Und da sind eben auch mehr Strände zu finden. Und der größte Hafen, Le Morne, da ist also, ich weiß nicht, 2.000-3.000 Boote liegen dort. Das ist natürlich auch mal spannend zu sehen, also diese Segelszene. Ich glaube, einer der größten Segelspots in der Karibik hat eben auch die ganze Infrastruktur, die man sich dann so wünscht vor Ort. Also das ist schon enorm. Und das mal so zu sehen mit den Farben, also die Kombination ist schön. Hin und wieder haben wir auch mal Deutsche getroffen, aber ehrlich gesagt relativ wenig. Also eher noch Belgier neben den normalen Franzosen. Das war vielleicht die Nation, die am stärksten vertreten war. Ein paar Skandinavier, also Schweden, Dänen waren hin und wieder gewesen. Aber ja, sonst ist also so nicht massenhaft irgendwie Urlauber, die jetzt auf Martinique unterwegs sind. Genau. Genau, also Unterkunft habe ich was erzählt, Kosten habe ich was erzählt, die Infrastruktur, Straßen sind sehr gut. Es ist sehr kurvenreich, machen wir so ein kleines Video mit rein. Das heißt, man kann so durchschnittlich 30, 35 fahren. Ist alles gebührenfrei, man braucht keine Maut für irgendwas bezahlen. Es gibt auch so eine kleine Mini-Autobahn auf der Ostseite. Der Flugplatz liegt relativ zentral und man kann also normal fahren. Also muss keine Angst haben vor viel Verkehr oder so, weil das auch immer mal gelesen habe, das ist also ziemlich normal. Also das ist jetzt nicht irgendwie schwierig oder verstopft oder so. Also Staus, ja, minimal. Aber nee, es gibt auch fast 300.000 Einwohner hier. Und wie gesagt, die Insel ist so groß ungefähr wie Rügen. Und da habe ich, glaube ich, auch schon was dazu gesagt. Also da, das sind schon wieder ziemlich entspannt. So. Genau. Lebenskultur, Musik. Auch das, man kann also nicht nur Kirchenmusik hören. Also die katholische Kirche ist hier gut vertreten. Sondern auch hin und wieder an den Bars. Also unkonventionell wird einfach mal Musik gemacht, ein bisschen getanzt. Also so richtige Kulturveranstaltungen haben wir jetzt nicht entdeckt. Liegt vielleicht auch in einer allgemeinen Situation, aber es wird einfach improvisiert. Und das ist natürlich auch schön. Also am Strand sitzen, in der Bar, abends und was essen und ein bisschen was trinken. Barfuß im Sand. Möglicherweise abends nochmal ins Wasser springen. Ja, das hat uns gut gefallen. Könnte man zum Alltags, zum Alltag erklären sozusagen. Ja. Jo. Gut. Also, für mich, von uns, also auf jeden Fall Daumen hoch. Martinique ist in jedem Fall eine Reise wert. Wir müssen wieder in den Schatten gehen. Das haut ganz schön rein. Also das ist, kann man gar nicht glauben. Also wir haben jetzt irgendwie Ende Januar. Weiß gar nicht, wie mein Körper das dann hinkriegen soll, wenn ich dann wieder nach Deutschland komme. Ich muss man wahrscheinlich 12 Schichten tragen, damit man das gut überlebt sozusagen. Ne? Also das ist also, obwohl ich muss ja sagen, also auch die Temperaturen herkommen, so nach 2 Tagen hat man sich akklimatisiert. Jetzt ist es inzwischen schon so, das ist nicht mehr so schlimm. Also abends schon, kann man schon mal ein T-Shirt überziehen. Also von der Körper akklimatisiert relativ schnell. Also war jetzt für uns nicht dramatisch. Was im Vorfeld auch noch so erzählt wurde hier, Denguefieber, dass es durch Mücken übertragen wird, kann man nicht bestätigen. Also es ist vielleicht wahrscheinlich eine Insel, die kaum Insekten hat. Also wir haben jetzt hier an der Ostseite so ein Fliegennetz über dem Bett, also ein Moskitonetz. Ja, 1-2 Mücken haben wir auch mal gehört, aber sonst ist es, ich würde sagen, es gibt keine großen Insekten, dass man da irgendwelche Angst haben müsste. Also Tiere, wie gesagt, haben wir viele entdeckt.
Aber so, was man so manchmal so kennt, wenn es feucht und warm ist, dass da Moskitos und durch die Gegend gehen oder fliegen oder bremsen oder Wespen, gar nicht. Also ich würde sagen, tendiert gegen null. Also auch sehr schön abends zu sitzen. Es wird nicht kalt, es bleibt warm. Es kommen keine Mücken, keine Moskitos sozusagen. Also besser geht's fast nicht. Ne? Ich darf gar nicht so viel Werbung machen. Aber gut, bestimmte Sachen weiß man ja vielleicht so auch. Aber jetzt, so aus unserer Erfahrung, also das ist tatsächlich auch ein schönes Beiwerk, dass man da sich da nicht keine Angst haben muss, dass irgendwie große Ansteckungen sind, dass man hier sich irgendwie impfen lassen muss gegen irgendwelche gefährlichen Übertragungen. Nee, das ist braucht man nicht. Also man kann einfach in den Flieger steigen, vorher natürlich buchen. Übrigens Air France, top, toller Service. Also wir sind ja große Flieger, also freundlich, toller Service, gutes Essen, also kurzweilige Reise. Also auch das Personal, immer wenn man irgendwie eine Frage hat oder nochmal was möchte, kein Problem. Immer freundlich. Die haben sogar eine kleine Bar eröffnet gehabt, konnte man sich selbst auch bedienen. Also Lob für Air France. Fanden wir also richtig toll. Ja, nochmal ein kleiner Nachtrag zu meinem Fazit. Man sieht ja so ein bisschen die Wohnung hier in St. Marie, also über Airbnb gebucht. Sehr nett. Das sind echte Kreolen, bei denen wir hier wohnen. Schon etwas älter. Mit denen hat man gestern einen gemeinsamen Abend. Das finde ich immer spannend, da meine Frau ja fließend Französisch spricht, kann man so wirklich eine schöne Kultur eintauchen. Und da wollte ich nur so zwei, drei Sachen so nachtragen. Und zwar hatte ich mal so Fragen gestellt, so Verhältnis zu Dominica und St. Lucia, St. Vincent. Und das ist ein echt problembelastetes Verhältnis, weil die ehemals englische Kolonie, da kommt gerade ein bisschen um die Ecke, der Lebensstandard ist da schon extrem schlechter. Und deshalb versuchen die einzuwandern nach Martinique und Guadeloupe. Und also so eher so auch auf Battle-Status. Das ist schon angespannt, das Verhältnis hier. Und das finde ich gar nicht so lustig. Also ich sag mal Immigration oder Migration auf im kleineren Format. Und genau, jetzt hier im Hintergrund sieht man auch gleich mal den Atlantik. Wir sind ja an der Ostseite ja. Also wirklich eine tolle Ecke. Das ist das eine. Also eher angespanntes Verhältnis als so ein lockeres karibisches, nehme ich jetzt mal. Und das zweite war nochmal gewesen, so Veränderung, weil die sind jetzt 70 Jahre, die beiden. Wie ist das Verhältnis so in diesen 70 Jahren, was sie so erlebt haben? Die waren noch längere Zeit in Frankreich gewesen. Und sie sagen, also früher war es eben so gewesen. Oh ne, ich muss jetzt hier reingehen, der ist ja zu laut mit seinem. Übrigens Laubbläser, das mögen die Kariben, also ist ja echt verrückt. Ist wahrscheinlich die schlechteste Investition aus Europa. Dann gehe ich hier nochmal rein, ist ein bisschen leiser hier, ist ein bisschen schön. Und zwar, also die Veränderung ist so, sie sagen, früher war es so gewesen, dass die Menschen zwar ärmer waren, aber das untereinander viel angenehmer war. Also wenn da jemand, ich sag mal, ein Schwein geschlachtet hat, da ist die ganze Nachbarschaft mit reingerückt und hat gegessen und zusammen eben erzählt und noch Musik gemacht. Hier gibt es ja auch die Kultur, das Beleben, also so singen, trommeln, tanzen. Kommt genau aus dieser Ecke hier, St. Marie. Gibt sogar eine kleine Destination als Museum. Auch spannend, also sozusagen. Ein kleines Bananenmuseum in der Nähe noch und sogar eine Tombolo. Das ist ja so zum Thema Gezeiten und Meerströmung fast einmalig auf der Welt. Da gibt es so eine Landzunge, die sich zu der Insel verbindet. Also ein echter kleiner Hotspot, der in den Sehenswürdigkeiten gar nicht so auftaucht. Also von daher ist es eben die Seite, finde ich sogar die interessantere, sozusagen die Ostseite. Wie gesagt, weil es eben so unverfälschter ist. Und da haben die eben erzählt, ja, also früher war es also klar ärmer, aber regional sympathischer. Und jetzt ist es eben klar reicher und individualisiert. Und sie sagen auch, also Martinique ist schon irgendwie Europa. Also ist alles europäisiert. Der Austausch ist auch gut und derjenige, der aus. So, jetzt ist er ein bisschen Laubbläser weg, kann ich nochmal rausgehen. Das heißt, wenn man hier so ein bisschen sich entwickeln will, sagen die Marquesen, habe ich was gesagt, gehen die nach Frankreich. Also fast alle gehen dann studieren, das war bei der anderen Familie auch schon so gewesen. Die gehen dann nach Frankreich studieren. Und wie das manchmal so ist, wenn man jung ist und in einen anderen Kulturkreis, nee, Kulturkreis nicht, aber Landeskreis kommt. Die Beziehung, die man dann knüpft, dann bleibt man oft so. Und die sind jetzt also auch 30 Jahre in Frankreich gewesen und jetzt eben im Alter wieder hierher gekommen, um sozusagen diese Zeit jetzt hier zu genießen. Ihre Kinder sind noch in Frankreich.
ist jetzt nicht das große Problem. Aber sie sagen auch, okay, sie machen jetzt also auf entspannt und langsam an den Strand gehen. Das machen sie hin und wieder, wenn die Kinder da sind. Also die haben hier, man sieht im Umfeld ja auch immer einen schönen Garten. Hier laufen die kleinen Geckos hier rum und Kolibris fliegen. Also man muss gar nicht in den botanischen Garten fahren. Also das ist hier auf dieser kleinen Terrasse, die wir hier so haben, so kleiner Vorgarten. Das ist alles hier. Ne? Also Schmetterlinge. Also ich sehe ja gerade hier so ein kleiner Kolibri, der hier um die Ecke düst. Die sind ja auch wirklich super klein, also 3-4 Zentimeter nur groß. Und pesen hier sozusagen hier durch den kleinen Minigarten. Und es regnet ja fast jeden Tag hier. Also gestern Nacht hat es auch hier ordentlich geschüttet. Also ja, hoffentlich alles dicht, aber ja, alles klar. Und nee, das haben die auch schön gemacht. Also könnten wir eine Empfehlung geben. Wer genau wissen will, wo es ist, kann ja nochmal hier kurz anfragen, dann erzählen wir das natürlich auch gerne. Also die Empfehlung können wir hier gut weitergeben. Also wirklich sehr, sehr nett. Ja, also das waren so die drei Sachen, die ich jetzt hier noch so als bisschen Nachtrag geben wollte zu Martinique. Also meine Empfehlung wäre jetzt, ein bisschen mehr Zeit für die Ostseite einzuplanen und eher auch für den Norden. Die meisten gehen jetzt halt in den Westen rüber, weil eben der Tourismus stärker ist, überhaupt die Industrie. Und hier war eher so die Landwirtschaft, die so ein bisschen sich reduziert hat sozusagen. Ne? Das ist also ein bisschen weniger. Und wo wir auch in der Kirche waren, wir waren gestern noch in der Kirche, das ist auch deutlich zu sehen, also fast eine schwarze Bevölkerung. Und das ist tatsächlich hier eben, sind die ursprünglichen Kreolen, muss man sagen. Ne? Wir haben gestern noch ein bisschen kreolisch gesprochen. Ja, ist schon anders. Also ich jetzt nicht, aber meine Frau und es putzt sich so die Stammfamilien der Wörter, das passt schon irgendwie so. Aber wenn die so ein bisschen so loslegen, dann kommt man mit Französisch nicht so weiter. Ne?